Da ist sie. Amber ist nämlich hier. Das ist eine schwarze Antilope. Sabrina. Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zoo Tycoon. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Für mich ist es tatsächlich gar nicht so lange her. Gestern. Oh, es ist schön, wenn die Leute so durch die Gegend laufen. Gestern habe ich aufgenommen. Seitdem ist da sind etliche Sachen passiert. Denn das erste Video ist, man kann es nicht anders sagen, es ist quasi durch die Decke gegangen. Und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass ich das unglaublich cool finde von euch, dass ihr mich weiterhin so unterstützt mit Likes und Kommentaren. Also ich habe unglaublich viele Kommentare unter dem ersten Video und auch unter dem zweiten jetzt schon. Das ist vor ungefähr anderthalb Stunden rausgekommen. Und nichtsdestotrotz habe ich die dritte Folge schon aufgenommen. Das liegt daran, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hier sehen werdet, nicht zu Hause bin. Denn wie einige vielleicht wissen, bin ich Lehrer und ich soll leider Gottes auf Klassenfahrt diese Woche. Deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Auch weil ich euch gerne mit Zoo Tycoon Content versorgen möchte. Deswegen muss ich leider ein bisschen im Vorfeld aufnehmen und das bitte ich zu entschuldigen, dass ich euren Namen nicht direkt ins Spiel integrieren kann. Das kommt alles. Das kommt. Nichtsdestotrotz habe ich einige Namen dabei schon, die wir machen können. Und, wir fangen einfach mit der Antilope an. Da kann ich... Oh, Amber ist trächtig. Das ist cool, weil... Hier, können wir umbenennen. Und das machen wir mal direkt. Dafür benutze ich meine Tastatur. Joshua möchte nämlich die Antilope sein. Und Joshua ist jetzt unsere Antilope. Ich mache da mal einen Haken hinter. Zack. So, Joshua. Da bist du im Spiel integriert. Das finde ich cool. Das finde ich super. Da machen wir gleich mal weiter. Ich habe zwei Känguru-Namen. Zwei habe ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich muss da mal kurz gucken. Ich bin mir nämlich unsicher. Habe ich zwei? Ja, ich habe tatsächlich zwei. Dann heißt er jetzt nicht Thor, sondern da heißt Luis. Und Hubert. Ich nenne es jetzt Joey. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin mir nämlich manchmal unsicher, was die Nicknames angeht. Ob es Jungs oder Mädchen sind. Ob ihr Jungs oder Mädchen seid. Bei einigen weiß ich das. Kann ich das sehen quasi. Aber bei anderen nicht. Enzo zum Beispiel, der ein Wombat sein möchte. Ich glaube, die waren hier drin, ne? Ja. Das ist das einfach. Oh, Enzo. Das ist einfach zu sehen. So hoffe ich zumindest, aber bei manchen Akira zum Beispiel, Akira möchte ein Jaguar sein. Ist das jetzt ein Er oder eine Sie? Das ist schlimm. Ich hoffe, es ist nicht falsch, wenn ich jetzt eine Sie nach dir benenne. Akira. Den habe ich. So, dann habe ich auch alle Namen schon abgearbeitet. Dann hat noch Gaming Girl. Da ist es nicht so schwierig zu sehen, was das ist. Gaming Girl hat unendlich viele Namen gepostet. Das ist gar keine so schlechte Idee, dass man viele Tiere anders benennt. Das mache ich auch gerne in Zukunft. So zum Beispiel hier in diesem Gazellen, in diesem Antilopengehege. Da kann man auf jeden Fall was machen. Ja, aber das wäre Zukunftsmusik bei mir tatsächlich. Erstmal müssen wir hier die Sachen abdecken. Tierstufe, genau. Okay. Ja, und wenn ihr möchtet, dass ihr auch dabei sein möchtet, dann kommt doch einfach in die Kommentare und schreibt rein, Goro, ich könnte mir gut vorstellen, dieses oder jenes Tier zu sein. Dann lässt sich da doch bestimmt was regeln.
müssen jetzt ein Foto von einem kleinen Alpaka machen. Das ist perfekt. Besucherzahlen wurden erhöht. Wunderbar. Ich hatte ganz vergessen, dass wir auch Alpakas hatten. Also ich weiß schon, dass wir Alpakas haben. Aber dass wir die auch schon im Zoo hatten, das hatte ich kurz vergessen. Passt hier nicht ein größeres Ding hin? Nee, die sind ja relativ groß. Mehr Namen habe ich auch nicht auf der Liste. Wie gesagt, schreibt gerne rein, wenn ihr da Einwände habt quasi. Wenn ihr sagt, Goro, da möchte ich gerne hin. Warenknappheit. Machen wir das doch mal. Dann wurde gesagt, dass ich ja auch ruhig mal, oh mein Gott. Dass ich ruhig mal, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ruhig mal eine Tour durch den alten Zoo hätte machen sollen. Und das hofft, dass ihr das hofft. Puh. Dass ich das im neuen Zoo mache. Eine Tour durchgehen. Ja, mache ich natürlich. Habe ich, das ist mir gar nicht eingefallen, dass ich das nicht getan habe im alten Zoo. Das geht jetzt allerdings auch nicht mehr, dadurch, dass ich es jetzt auf Steam spiele. Das tut mir leid. Dann haben einige gesagt, oder einige, dann wurde gesagt, Goro, woher, wie kannst du behaupten, dass du ein Zoo-Tycoon-Experte bist, aber keine Ahnung hast, welche Tiere was brauchen? Ja. Da musste ich erstmal dealen. Das war nicht so nett gesagt. Es liegt einzig und alleine daran, dass ich nicht weiß, was für kleine Gehege die ganzen Dinger brauchen. Das ist schwer für mich, okay? Haben wir alles erforscht. Dann haben wir hier noch so ein größeres Truppengehege. Nach der letzten Folge habe ich echt keine Ahnung, was wir haben. Die andere Folge gegen Flamingos haben wir nicht. Ah, die muss ich noch erforschen. 1:20 haben wir noch. Hey, was ist jetzt los? Netzpython. Ah, die Antilopen haben ein Baby gekriegt. Gucken wir doch gleich mal. Kann man da was sehen? Sherry, Sherry Lady. Und das hat scheinbar auch eine andere Farbe. Hallo. Wie lange muss ich denn hin und her switchen, dass ich das andere Baby sehen kann? Die andere Antilope. Darf einfach nicht. Ah, da müsste doch gleich jetzt die Baby-Antilope rauskommen. Oder? Da ist sie. Amber ist nämlich hier. Das ist eine schwarze Antilope. Sabrina. Die kleine schwarze Antilope Sabrina hier. Hoppelti, 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 hoppelti. Nice. Das finde ich cool. Ich wusste gar nicht, dass es solche schwarzen Antilopen da gibt. Das ist ja so die dunkle Farbe vom Männchen, aber für ein Weibchen. Finde ich awesome. Finde ich awesome. So, wo war jetzt der Teich hier drüben? Da wollte ich die Flamingos noch reinmachen. Wenn die erforscht sind in 10 Sekunden. Die rosa Flamingos. Kuba-Flamingos, Zweig-Flamingos. Nö, die rosa Flamingos passen. Habe ich 2 Achievements gekriegt gleich. Das finde ich toll. Emily. Und Max. Und Sky. Gehege ist voll, okay. 3 Flamingos und das Gehege ist voll. Da fehlt mir tatsächlich bei Flamingos, finde ich das blöd, dass das ein kleines Gehege ist. Ich finde allgemein, die kleinen Gehege sind super. Ist aber doof, dass man die Tiere nicht auch in große Gehege machen kann. So Flamingos, da kannst du eine riesen, nennt sich das, eine riesen Gruppe machen. Das wäre super. Tropenbaum, das ist da, wo unsere Papageien sind, ne? Aber wo ist denn das? Ist das hier unten? Ne, das ist auch Gebüsch. Hier oben ist der Tropenbaum. Die Waschstation. Futterkrippe. Vielleicht brauche ich noch ein paar Mitarbeiter. Personal. Vielleicht sollen wir noch jemanden einstellen, der ein bisschen was auf dem Kasten hat. So Barbara zum Beispiel. Kann ich die Mitarbeiter eigentlich auch umbenennen? Nee, leider nicht. Das wäre auch noch cool gewesen, wenn ich euch zu Mitarbeitern hätte machen können. Auswilderung und Zufriedenheit Besucher. Oh. Was fehlt denn den Besuchern? Essen.
Essen fehlt eigentlich. Können wir das eigentlich noch verbessern? Jetzt ist Essen gut. Dekoration. Dekoration geht noch. Da kann man hier oben vielleicht Dekoration, da kann man mal einen See machen oder einen Brunnen oder so. Ein mittlerer See. Ich meine, why not, ne? Besucherdekoration. Ja, die sind hier hinten irgendwo so ein bisschen. So ein bisschen sauer, ne? Die sind ja nicht sauer an sich, sondern. Finden die halt blöd. Da einen See hin. Dann kriegen wir auf jeden Fall Dekoration hin. Und das verbinden wir dann mit fast allen Dingern hier. So, dass man gut zu dem See kommt. Den verbessern wir auch gleich mal. Rappenantilopen. Nice. Berglandmittel. Habichtfalken. Savannemittel. Savannenfelsen. Finde das toll. Ich finde das super. Savanne, da hatte ich Mittel. Machen wir das auch gleich mal. Die Rappenantilopen. Die sind auch super. Besucherzufriedenheit. Nach Ablauf der Zeit geht 25 Minuten. Das kriegen wir heute nicht mehr fertig. Der Jaguarbrunnen wird dann nochmal verbessert. Die Toiletten. Ich kann hier oben eigentlich auch nochmal ein paar Toiletten bauen. Ich glaube, dass das keine schlechte Idee ist, hier hinten auch noch ein paar Toiletten zu haben. Klos kann man immer haben. Und diese Freiheit vermisse ich halt in diesem Spiel. Dass man vieles gestalten kann, weil hier, also, alles gestalten quasi. Ich wünsche mir halt so ein Planet Coaster als Zoo-Spiel. Das ist mein Traum noch. Wenn man sagen kann, dass das ein Traum ist. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Dekoration ist jetzt okay. Konnte ich das dann nochmal ändern? Achso, war das eine Ping, genau. Besucherzufriedenheit. Ja, es ist. Es ist wunderbar. Besucherzufriedenheit geht klar. Das finde ich super. Savanne wurde beendet. Dann lass uns auch nochmal einen. Ist ein bisschen blöd. Ein Savannenfelsen wäre nicht schlecht. Möchte ja nicht so viele kleine Gehege hier stehen haben, aber. Ich glaube, man kommt nicht drum herum. Und dann verbinden wir das Ganze hier nochmal so. Denn ich möchte die Tiere erforschen, die wir da adoptieren können. Warum kann ich denn einen Savannenfelsen bauen, wenn ich keine Tiere dafür adoptieren kann? Ist das die Star-Art? Nee. Dann kann ich das Ding auch verkaufen, wenn ich das eh nicht benutzen kann. Das ist so ein Scheiß. Lass uns mal kurz gucken, was wir sonst noch haben. Kann ich mich besser darauf einstellen? Ich habe auf jeden Fall die Antilopen. Goodies. Genau, die Rappenantilopen. Die brauchen Grasland. Das brauchen die auch. Diese Art kommt hier ziemlich häufig vor in Japan. Oder diese Art ist hier recht ungewöhnlich. Das wird Besuchern gefallen. Sieht es aus mit den Eulen. Kommt hier ziemlich häufig vor. Dann lass uns mal den Adler machen. Mit einem Gebüsch. Das bauen wir hier hinten hin. Ja, das Gebüsch auch noch das erste gewesen. Machen wir so, dass der Baum ein bisschen Schatten spendet. So. Tiere adoptieren. Nicht die Eulen, sondern den Falken. 14 Sekunden, das ist im Rahmen. Hoffe ich zumindest. 7, 6. Jawohl, jawohl, jawohl. Nee, ich bin schockiert. Quasi, wie viele. Wie viele Kommentare hier sind. Wie viele muss ich davon haben?
2. Machen wir Jack nochmal rein. Dieses Gehege ist voll. Optional kann ich die ja auch abgeben. Also Falken sind hier eher ungewöhnlich. Und sind auf der anderen Seite. Es wäre cool, wenn man... Also ich finde das als Mini-Gehege, finde ich das gut. Aber ich würde das fast noch ein bisschen besser finden, wenn die noch eine Voliere hätten. Das würde mich tatsächlich noch ein bisschen mehr freuen. Lass uns mal das Zoopersonal schulen hier. Geht ja nicht. Besucherzufriedenheit, das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Wir brauchen noch eine Tierstufe auf 15. Das wird ein bisschen schwierig. Was haben wir hier? 13. Ist halt blöd, sobald man Namen hat für die Tiere, dann willst du die auch nicht abgeben, ne? Aber den Flamingos ist das... Da ist ja zum Glück noch nichts mit den Namen. Wir gucken einfach nochmal. Wir können halt auch Werbung machen, ne? Print. Komm, erforschen wir mal Print. Und gucken, was wir für die Tiere noch haben hier. Jaguare habe ich ja, ne? Die Art kommt hier ziemlich häufig vor. Auch mit den Kakadus. Das Australien-Krokodil auch. Antilopenkänguru, die kommt eher selten vor. Ich mache einfach mal ein gemischtes Gehege mit den Kängurus, oder? V kommt hier ziemlich häufig vor. Was stand da? Ist hier ein seltener Anblick. Ist ja auch erst später, ne? Netzpython ist schon cooler dann. Die finden die nicht so cool. Wie sieht es aus mit den Wachtelis? Ah. Wombats sind auch nicht so cool. Und in 3 Dingern kriege ich Giraffen. Und Spaltfußgänse. Koalas. Bären. Ich freue mich über die Löwen, über die Nashörner, die roten Pandas wären super. Tiger. Leider keine Elefanten in dem Zoo tatsächlich. Elefanten finde ich schon fast mit am besten in dem Spiel. Wo ist denn die Aufzuchtstation? Das ist hier, ne? Genau, hat er jetzt das eine Gehege ja dabei. Dann würde ich sagen, geht er jetzt zum Outback-Gehege. Auch wenn ich das eigentlich groß machen möchte. Also ein großes Outback-Gehege, wo ich ganz viele Kängurus reinmache. Das wäre, glaube ich, noch so ein bisschen ein Traum. Weil hier, wobei hier ist auch Platz noch für die Kängurus, aber wenn ich ein großes Outback-Gehege habe, macht das tatsächlich noch ein bisschen besser. So zumindest meine Idee. Was haben wir noch so an Unterhaltungsständen? Ja. Oh, das Alpaka ist jetzt ausgewachsen. Und wo ist das? Ist das noch flauschig? Das ist immer noch flauschig. Hallo. Ich habe es damals gerettet. Und jetzt ist es immer noch gut. Tierstufe. Ach, ich soll die Antilopen auf 15 bringen. Ja, das wird ja hier die Antilope erst sein. Nichtsdestotrotz soll ich eins auswildern. Sieht denn aus hier mit dem Personal, das passt eigentlich. Tierstufe, Besucherzufriedenheit. Besucherzufriedenheit ist super. Sind hier drüben eigentlich Leute? Nee. Hier drüben sind keine Leute da. Die gehen alle hier drüben.
Das sollen angeblich 8.100 Leute sein, das ist auch so ein bisschen wegweisend. Und hier haben wir die Jaguare. Da wird gekratzt hier am Kratzbaum. Am Ende des Tages sind es doch nur Katzen, ne? Yay, wir haben Nyala-Antilope auf Stufe 15. Dann lass uns auch gleich nochmal auswildern. Wenn wir hier die Haufen weggemacht haben. Tiere ansehen. Joshua ist es nicht. Cherry ist es. Cherry ist tatsächlich weder trächtig noch sonst irgendwas. Amber war die Mutter, ne? Da muss Cherry in die Freiheit gelassen werden. Südliches Haarnasen. Was war das? Haarnasenrumpert? Ich hab's auf jeden Fall. Wir sollen nochmal ein Foto vom Alpaka machen. Das machen wir auch. Direkt noch bevor die Folge zu Ende ist. Die Gehege sind toll strukturiert. Und wir bekommen Geld dafür. Nice. 50.000. Da kann man ruhig mal was für forschen, würde ich sagen. Das Outback-Gehege haben wir, das große. Das große Grasland-Gehege haben wir auch. Das gemäßte Wald haben wir jetzt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen möchtet, vielleicht von Zoo Tycoon. Und ja, dann würde ich sagen, Glückwunsch. Cherry wurde in die Wildtierreservat in Namibia gebracht. Das ist schön. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Haut das mal rein, Leute.